Howdy, liebe Cowboys, Cowgirls und Cineasten. Ich bin Hank Twang und ich gehe gern ins Kino. Und ich habe mir dieses Jahr wirklich wahnsinnig viel Sorgen um das Kino gemacht. Alle waren dicht wegen Corona. Nichts hat stattgefunden. Man konnte Filme letzten Endes nur noch über Streamingdienste sehen. Und ich dachte, das Filmfest Braunschweig wird auch nicht stattfinden. Aber das Filmfest Braunschweig findet statt, nämlich als Streamingdienst vom 2. bis 8. November. Das klingt erstmal komisch, ist aber richtig gut, denn das gewohnt gute Filmfestprogramm gibt es jetzt auch online. Und ich durfte schon mal einen Film vorher mir anschauen, weil ich gesagt habe, Moment, ein andalusischer Western, den möchte ich vorher sehen. Out in the Open. Ich durfte ihn dann vorher sehen und dieser Film ist richtig toll. Er erzählt die Geschichte eines kleinen Jungen, der vor einem grausamen Vorarbeiter 1946, also 7 Jahre nach dem Spanischen Bürgerkrieg, in einem großen Elend davonläuft. Dieser sadistische Vorarbeiter schickt seine Männer hinter diesem Jungen hinterher und es gibt berührende Momente. Der Junge trifft auf einen Schäfer, deswegen auch die Schafe. Und dieser Schäfer ist nicht nur Schäfer, sondern er ist Kriegsveteran. Und er kann den Jungen vor den schwer bewaffneten Häschern beschützen. Und das Ganze spielt in Andalusien, da wo die großen Spaghetti-Western von Sergio Leone, Sergio Corbucci und auch Sergio Celima gedreht wurden. Das heißt, man kennt die Szenerie, aber die Geschichte ist viel berührender. Es ist viel langsamer erzählt, nicht minder brutal an einigen Stellen. Und wenn ihr euch einen Film anschauen wollt, online, beim 34. Internationalen Filmfest Braunschweig, dann bucht auf jeden Fall Out in the Open. Ist Spanisch, ist mit englischen Untertiteln. Es wird nicht viel geredet, wie es sich für so ein Genre gehört. Und es ist meine tipptopp-Super-Empfehlung. Euer Hank Twing.